Zu viel mit Vorderrad gebremst. Scheiße, ey. Nein! Wie platzt man? Ja, sag ja! Das ist reine Kopfig. Beim Baum in der Nähe. Nee, der Baum ist weit genug weg, also wenn den erwischt. Nee, aber wenn ich runter. Das ist wirklich nur den Winkel, das Anfahren und dann runter. Ja, ja, roll. Einfach fahren auf Herz und Bremse. Das passt ohne Probleme. Das ist halt der absolute Mindfuck, die Stelle. Also anfahren ist das Schlimmste, aber wenn du dann mal drin bist, dann vorbei. Nichts mehr Schlimmes. Genau. Wobei geradeaus 8 gegangen wäre. Aber gerade gesehen, ich hab Scheiß am Vorderrad. Oi! Arschloch! Nein! Oh. Die Kurve blöd eben. Ja. Das ist die einzige Stelle, die ich irgendwie nicht so. Mit der ich nicht warm werde. Herzfrequenz so hoch. Ja. Moment. 160 aktuell. Links, dann kommen wir auf die 17, wo unter der Brunne war. Okay. So hatte ich es eigentlich vor. Aber ich weiß nicht, ob wir die 17 schaffen, weil die sind wirklich eng. Ja, der Steinwurf ist immer noch da. Der Steinbruch. Wäre vielleicht darum wäre einfacher gewesen. Da hat es halt mal Steinrutsch gegeben.
Ja gut, dann machen wir jetzt hier kurze Pause und dann wechselst du und dann. Weil da geht's jetzt rein. Und da ist halt eng, eckig, steil. Ja, und das sind jetzt nur noch Serpentine bis runter. Das war so professionell gemacht, ne? Hättest du nur den Lenker einschlagen müssen, losfahren. Ja, eigentlich schon. Egal, es kommen ja noch ein paar Stück. Scheiße, jetzt haben wir vom Rad gekickt. Sorry, hab's verkackt. Ich hätte, glaube ich, vorher mit dem Vollrad mehr neu fahren müssen und dann rum. Ja, das war eben auch mein Problem. Dann, wenn ich gerade aus durch habe, feststelle ich, hab zu spitz. Oh nö! Herr Bonsche! Nee, ich glaube, in Tiefbügel wird da nix. Fabio Wittmer-Style. Ja, das Rad querlegen unten durch. Aber wir müssen Glück noch geradeaus. Ja, genau da weiter. Guten Tag. Fußstellungswechsel. Von. Ey, klappst du es mittlerweile? Klappen die Linkskurve, die Rechtskurve besser wie die Links? Irgendwas mache ich, habe ich falsch mittlerweile. Oh, ich häng an der Wurzel. I'm running! Warte, dieses Anlauf. Bunny Hop. Da war, ich glaube, der hinten mit dem Hinterrad an der Wurzel. Ja. Eine Lücke in die nächste gesprungen. Das wäre eine schöne Kante. Wir sind auch schon einige hängen geblieben, so wie es aussieht. Schöne Schützhütte. La 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 löre. Ach so, ja, das ist eine Stufe. Eigentlich wollte ich da reinfahren, aber. Ja, das ist eine Stufe so. Mit dem Vorfahren? Wow, das ist aber auch ein schöner Abfahrt.
Treppengeploppel. Achso, da muss man links rum. Nein. So, was müssen wir mit Strafpunkten zählen machen? Nix war. Nice! Oh, Wasser, 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 Wasser! Wasser, Wasser! Wasser! Kein Trinkwasser! Ist mir egal. Ich bin, Raccoon City Überlebender. Ich darf das. Boah, wie ich das vermisst habe, Quellwasser. Eine Seerundfahrt? Dann hätte aber halt die, vielleicht die Treppe noch nehmen müssen. Nein, eine Seerundfahrt. Huhu. Also, ah ja, bin hochgekommen. Hier hinten geht auch ein Trail rein. Ich weiß es nicht. Da unten ist jedenfalls der Brunnen, wo wir vorhin waren. Also da unten. Ja, ob wir jetzt links rum, rechts rum fahren, ist eigentlich egal. Solange wir zusammenfahren. Nee, wenn wir zusammenfahren, mache ich mich nicht mit dir heute. Das tut mir zu doll weh. Hä? Wenn wir zusammenfahren, tut es zu doll weh. Achso, zusammen weh. Ja, achso, ja, gut, okay, der leuchtet ein. Alter, ich habe einen Regenbogen im Visage eben gehabt. Da war ganz leicht Wassernebel. Puh. Der war komisch gerade eben.